Aber das macht so richtig Spaß, vor sich hinreden, möglichst gar keinen Break mehr reinmachen. Das Auto ist noch nicht geputzt, ich habe es gerade angekündigt, 630 LS aus unserem Fuhrpark hier erfolgreich durch die Saison gefahren, ohne Unfälle, größere Schäden haben wir auch nicht gehabt. Aktiver Wagen jetzt dann zum Verkaufen, sobald die technischen Daten im Internet stehen und der Preis ist die Nummer 509 mit 130 PS Euro 6 Maschine, 10 Jahren Dichtigkeitsgarantie und ihr kriegt das Auto. Natürlich mit allem. Mit der Fiat-Werksgarantie, der ist nur im Sommer gefahren worden. Ja, Zusatzgarantie, alles durchgeschaut, durchgecheckt, gepflegt, geputzt. Der ist noch ungeputzt, der ist auch noch nicht offiziell im Verkauf. Alarmanlage hat er auch nicht, das machen wir zur Abschreckung in der Vermietung hin. Aber das Auto kenne ich, ich kenne jeden Mieter. Das ist unser JD131 gewesen. Und das Fahrzeug habe ich schon ein paar Mal übergeben. Ich schätze, 5, 6 Mieter waren drauf, mehr nicht. Hier haben wir eine riesen Ladeklappe. Könnt auch viele andere Videos anschauen vom 630 LS. Habe ich jede Menge hier verkauft, jedes Jahr wieder. Und das sind tolle Fahrzeuge. Und mit der Qualität sind wir auch zufrieden. Der hat jetzt 6,44 in der Länge und hat innen, ihr seht dann gleich, ein Heckbad und die Küche auch ziemlich weit hinten. Dafür eben zwei Alkoven. Dann kann ich die Dinette noch umbauen und dann habe ich noch ein Längssofa, Sitzbank, wie auch immer. Rückfahrkamera, Monisiefer drin. Der ist jetzt gut. Ja, ist nichts. Hier haben wir auch keine Stoßecke ausgetauscht. Kleinigkeiten bringen wir nur in Ordnung. Abnutzungsspuren bleiben. Und hier haben wir die Tür ziemlich weit hinten. Elektrische Treppe, die beim Einfahren verschwindet. Da drücke ich jetzt mal drauf und dann kommt die auch raus. Wichtig ist bei den Treppen immer erst belasten, wenn sie ganz ausgefahren sind, sonst tretet ihr die durch, weil die Statik einfach nicht erfüllt ist. Ja, und das ist 630 LS. Hier haben wir den Kühlschrank. Gleich, wenn man reinkommt, um die Ecke rum. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch in diesen Wagen rein. Da ist der Kühlschrank. Automatische Umschaltung. Ich glaube, er hat sogar Tomado-Control drin. Das haben die meisten Mietfahrzeuge schon. Und dann ein großer Schwenk durch dieses Riesenraumgefühl. Auch ein knappes Auto. 644, der ist super zum Händeln. Und Platz für sechs Fahrgäste, beziehungsweise nein, fünf Fahrgäste unter den Fahrer. Also sechs begurtete Sitzplätze. Ist serienmäßig an Bord, beziehungsweise so werden die halt in der Vermietung gefahren. Hier könnte man ein Bettchen bauen, hier kann man ein Bettchen bauen. Und das Hauptbett ist da oben. Ich gehe jetzt auf einem Eurer Doppelboden, in einem Eurer Voll-GFK-Fahrzeug. Das Modell ja ist 2017 und da kann man mal nicht meckern, das ist ein riesen Alkoven. Das ist echt eine Liegestadt. Leiter liegt oben, einhängen, losgehen. Wird wieder hoch und schon kann man wieder schön ins Fahrerhaus. Klimaanlage klar, USB-Dosen sind jetzt an Bord. Alkoven beheizbar, jetzt der Blick zurück. Über den mit 3 Jahre versehenen Garantie, Möbelbaugarantie von Eurer, diese ganzen Hängeschränke. Ist wirklich auch im Familiengebrauch gar kein Problem, auch wenn kleine Kinder dabei sind. Das hält schon was aus. Das ist im Neupreis bei 63.000 Euro circa das Auto, zwischen 60 und 63. Ich kenne jetzt die Konfiguration nicht. Und jetzt geht er mit einem guten Preisnachlass nach der Vermietsaison. Mit Sicherheit bald weg, weil diese Autos sind immer gut. Der Alkoven, ich habe das in den letzten Tagen vermehrt gehört, ganz witzig. Ja, der Alkoven, der ist doch out. Das ist absolut nicht richtig. Erstens ist die Campingbranche überhaupt nicht out. Die Reisemobilbranche, da tut sich was. Wer das ein bisschen verfolgt, weiß das. Die Camper klagen ja schon über zu volle Stellplätze. Aber out ist der Alkoven keineswegs bei uns zumindest nicht. Wir bauen einen tollen Alkoven bei Eurer und den verkaufen wir seit 3 Jahren äußerst erfolgreich. Ich glaube, ich traue mich mal weit raus, der erfolgreichste Alkoven in den letzten Jahren sein, jedes Jahr wieder. Ich glaube, da hat es auch Auszeichnungen gegeben. Aber der Alkoven ist voll und ganz zurück und es sind halt einfach mal die besten Familienfahrzeuge. Das ist so. Kleinintegriert ist gut für meistens zu zweit, manchmal eben mehr. Aber am Alkoven zu zweit, zu dritt, zu viert, bis zu sechs geht das. Und hier schlafen bis max 5. Wobei ich echt von 4 Schlafplätzen, erwachsenen Schlafplätzen spreche und ein Plus. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Toilette. Große Dusche, gerade schon reingefilmt, kann man aber auch als Kleiderkammer nehmen. Das ist eine echte Nasszelle. Das heißt, also hier kann man nasse Anoraks reinhängen, es tropft unten bloß in die Dusche rein. Und wenn man die trockenen Sachen aufhängt, hängt man die hier rein. Mit Kleiderstange ein riesen Kleiderschrank gleich beim Eingang links. Das ist auch praktisch, man kommt rein und kann gleich alles aufhängen und drunter nochmal ein Fach. So, das war's. Jede Menge Autos gemacht, vorgenommen, was wir, oder erfüllt, was wir uns heute vorgenommen haben. Jetzt sperre ich alles zu und dann habe ich meine Ruhe. Und das reimt sich auch noch. Na Wahnsinn.
Mal Ruhe ist gut. Ich gehe jetzt am Rechner, lade alles hoch und freue mich dann, wenn ihr vorbeischaut. Bitte anrufen, Termin ausmachen. Freizeit Steiner kommen, Sulzimos kommen, in den Nabel der Campingwelt. Nein, danke für alles an alle Zuschauer, die Neuen, die Alten, die Stammzuschauer. Ja, Servus und bis bald. Der Camper Tobi vom Feiertag, vom Lutherschen Reformationstag. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Also jede Menge Autos gefilmt heute, gut gelaufen ist. Ich glaube, wir können einen zufriedenen Restfeiertag verbringen. Bis bald, aus Sulzimos, bleibt gesund und kommt weiter.